Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft und wir starten euch heute, wo wir letzte Folge gestartet haben, denn da wir da hinten einen Beacon haben mit Haste 2, habe ich mir gedacht, das nutzen wir aus und machen hier mal fertig, indem wir hier runtergraben ein Sortiersystem platzieren und dann etwa auf dieser Ebene können wir Kisten haben, wo wir die ganzen Goodies, die von allen vier Ecken, von unten von der Wollfarm, von der Getreidefarm, aber auch von da außen, Karotten und Kartoffeln, alles schön in Kisten eingelagert wird. Ein weiteres Loch ist gegraben und wir sind hier bis runter auf die oberste Ebene hier von unserer Wollfarm. Und da oben habe ich die Kisten platziert. Bis hier oben, das sind glaube ich 8 Blöcke. Das sollte in etwa gerade so reichen für das, was wir brauchen. Denn hier auf dieser Seite werden wir einen Dropper Elevator haben, um die Items von unten nach oben durchzureichen. Und hier unten brauchen wir dann etwas Platz, um die Items zu sortieren. Ich denke, auf dieser Seite haben wir die 16 Wollfarben. Dann da bekommen wir Melonenschnitte und Kürbisse. Von dieser Seite Waben und Honig. Und dann haben wir hier auf dieser Seite Sugarcane, Zuckerrohr. Da haben wir einen Creeper. Kaktus. Und von außen noch Rüben, Karotten. Und Kartoffeln plus Weizen. Und die Samen vom Weizen sortieren wir am besten aus, bevor wir das Ganze reingeben. Ich hoffe, dass von den Einzelfarmen, die nur ein Item produzieren, dass wir die quasi direkt in den Item Elevator reingeben können und dass nur da, wo wir quasi mehr als ein Item haben, wie hier bei der Wolle, da bei der Bienenfarm, bei der Honig, bei der Melonen- und Kürbisfarm, dass wir da quasi effektiv ein Sortiermechanismus brauchen. Und beim Weizen auf der anderen Seite, da können wir vielleicht sortieren, bevor wir hier reingehen. Denn auf dieser Seite, die Rüben und Karotten, die werden auch zusammen reinkommen. Müssen wir mal schauen. Aber ich denke, ich beginne mal hier auf dieser Seite mit dem Setup. Ich baue mal ein Modul auf und dann können wir anhand von dem Modul sehen, wie das Ganze funktioniert. Ein Modul ist fertig. Und hier auf dieser Seite haben wir einen Standard-Sortierer. Der ist noch nicht eingestellt. Und wir werden hier auf diesem Eispfad unsere Items, die wir sortieren wollen, rumreichen. Und hier im Eck werden wir dann ein paar Sea-Pickles haben, sodass die Items hier an dieser Kante aliniert sind, sodass sie über den Hopper rutschen. Und
dann statt dem Ganzen direkt hier in Kisten zu packen, haben wir hier den Dropper Elevator, der bis ganz oben in die Kiste geht. Und der ist über diese Observer-Node-Block-Konstruktion gepowert. Und das Ganze wird hier, kommt von dieser Redstone-Line hier. Und auf dieser Seite haben wir eine Clock, eine Iso-Hopper-Clock mit vier Items drin. Und ich denke, das ist genau rasch genug für das, was wir brauchen. Und weil wir hier, da kommt unsere Wolle rauf, darum können wir hier eigentlich nicht direkt Redstone legen. Drum machen wir das hier rüber. Und wenn wir Glas hier auf das Gras machen, dann wird das Gras auch nicht zu Erde. Wenn wir jetzt hier anschließen, sehen wir, okay, da geht schon mal was. Und wenn wir jetzt hier 25 Items reingeben, was nicht funktioniert, weil momentan blockiert, aber geben wir die hier rein, dann gehen die alle hier hoch und wir werden sie dann am Schluss oben vorfinden. Hier auf dieser Seite, das ist der unterste Block von unserem Mechanismus. Und das heißt, hier, wo wir auf dieser Seite über Gras sind, müssen wir auch Glas legen. Nun, dann wollen wir aber schauen, ob unsere Items auch da wirklich oben in die Kiste rangekommen sind. Machen wir das so. 25, so wie es sein soll. Und weil mich das Geticke stört, während ich hier am Bauen bin, unterbreche ich mal hier den Redstone und dann kann ich in aller Ruhe den Rest dieses Mechanismus platzieren. Es ist Zeit für einen Update-Report. Hier auf dieser Seite könnt ihr sehen, da ist eine ganze Wand mit Dropper, die hochgeht. Die Filter sind auch platziert, aber ich habe erst hier einen auf dieser Seite gemacht, denn die Weizenfarm von oben ist angeschlossen. Dann von da drüben bekommen wir den Kaktus, den wir direkt reingeben. Von da haben wir Zuckerrohr, das geht auch gleich rein. Hier werden wir dann noch Karotten und Kartoffeln haben. Für das müssen wir noch einen Tunnel graben, dass wir die auch hier rüber bekommen. Dann hier auf der Seite habe ich den Wasserkanal von unten hoch gemacht, sodass wir die Wolle reinbringen. Und dann müssen wir hier auf dieser Seite Melonen und Kürbisse und die Bienen, die Honigprodukte, die müssen auch irgendwo noch reinbekommen. Derzeit wird aber noch nichts sortiert, denn hier in diesem Eck und da auf der anderen Seite, da fehlen uns noch die Seegurken, sodass wir die Items alignieren können, dass sie auch hier über die Hopper drüber rutschen und nicht mittig im Wasserstrom. Ich möchte das aber erst machen, wenn ich hier auch alle Filter gesetzt habe, sonst landen die Items irgendwo
wo sie nicht hingehört. Fast alle Farmen sind angeschlossen, da hinten fallen die Melonenschnitze und die Kürbisse rein. Dann hier oben, da kommen Kartoffeln und Karotten rein. Und von da oben, genau, da habe ich den Kanal noch nicht gemacht. Aber da seht ihr den Dropper, wo die Bienenprodukte reinkommen. Die Farm habe ich aber ausgestellt und da hinten fällt auch noch irgendwo ein Hopper. Denn nun ist es an der Zeit, hier die Scheren reinzulegen. Wir machen das mal in diese Kiste, dann gehen die schneller durch. Und dann habe ich auch hier noch etwas. Eisen für mehr Scheren. Denn bis das Ganze gefüllt ist, da wird ein bisschen Zeit vergehen. Sind hier einige Hopper. Einige Kisten, die wir füllen müssen. Und ich stelle mich mal hier hin, weil dann müsste ich ja die Wolle genau bekommen. Und die lege ich dann mal hier. In einer Kiste auf die Seite. Denn wir brauchen die Wolle. Um da noch die Filter einzustellen. Okay, ich mache hier mal weiter mit dem Auffüllen und dann werden wir sehen, wie das Ganze dann funktioniert. Wenn die Filter noch platziert sind, dann kann ich da in den Ecken auch die Seegurken platzieren, damit die Items dann auch effektiv über die Hopper rutschen. Nun wollen wir mal schauen, ob das Ganze auch funktioniert. Ich habe die Bee-Farmen, oder die Bienenfarmen, hier hinten abgeklemmt, denn diese Kiste war voll und jedes Mal, wenn Honig geleert wird, bleiben die vollen Fläschchen irgendwo liegen. Und das wollen wir nicht. Drum hier den Hopper ran. Und dann sollten wir hier eigentlich sehen. Der Hopper muss natürlich hier rein zeigen. Und dann die
So funktioniert das Ganze nicht, weil hier Redstone fehlt. Gut, dann hier Redstone, hier Redstone, damit die Item Elevator funktionieren. Und dann brauchen wir Gurken. Eins, zwei, drei, vier. Und alles läuft hier rüber über dieses Eck. Und das Ganze auch noch im anderen Eck. Da komme ich nicht ganz so gut dazu. 2, 3, 4. Und dann habe ich die Taschen voll. Gut. Alles, was jetzt noch bleibt, ist abzuwarten. Und wir sehen Menge an Items, die hier durchfließt, die nimmt ab, und die Kisten oben werden sich füllen. Das heißt, wir können oben schon mal einen Boden einziehen. Der Boden ist nun rundherum platziert und hier geht's runter ins Untergeschoss. Und da, wo wir aus den einzelnen Items weitere Blöcke fabrizieren können, habe ich auch eine Kiste oben drauf gemacht. Aber ich musste auch feststellen, dass unser Lift nicht ganz so funktioniert, wie er soll. Hier haben wir beispielsweise die graue Wolle. Da bekommen wir mehr, aber wenn wir hier schauen, die hellgraue oder die weiße, da kommt einfach nichts mehr an, außer das, was wir hier initial mal drin haben. Ich denke aber, das ist ein Problem für nächstes Mal oder zumindest eine weitere Folge. Und drum machen wir hier Schluss. Nächstes Mal, denke ich, gehen wir ein Projekt im End an. Also, ich freue mich. Bis dann. Tschüss!